Willkommen zur zweiten Runde der Platin-Liga vom Typ Feuer. Heute geht's gegen Logan und dass er ein Pflanzenpack hat, spielen wir eigentlich nur in die Karten. Weil das sind wir da mit unseren Feuer-Pokémon ganz schön gut ausgerüstet. So. Und ich sehe schon, dass ich einen Galopp habe. Das heißt, es ist eigentlich nur schlau, direkt Ponita als aktives Pokémon einzusetzen. So, dann packen wir noch unser Mauzi und unsere beiden Vulpix, wie auch immer, auf die Bank. So, der Gegner hat ein Meikel. Ja, nicht schlecht. Ich werde direkt diese eine Energiekarte einsetzen. Mehr kann ich allerdings noch nicht machen. Ja, und da die Karten zu tauschen, der aktuell für mich keinen Sinn macht, werde ich hiermit weitergehen. So, wer setzt Führung ein? Ich glaube, das war einfach, dass man eine Karte bekommt. So, jetzt kann ich mein Ponita zum Galopp entwickeln. Setzt dann noch die zweite Energiekarte ein und mit Feuersturm zack. Nachteil dieser Attacke ist natürlich, dass ich eine Energiekarte dann wieder ablegen muss. Aber das ist jetzt zumindest aktuell noch kein Problem, da wir hier noch eine Energiekarte unten liegen haben. So, er setzt das gleiche Pokémon nochmal ein. Er spielt mir in die Karten, Pflanzen-Pokémon. Das wird jetzt auch nichts bringen, weil, genau, es ist weiterhin ein Pflanzen-Pokémon. Es hat weiterhin eine Feuerschwäche. Das heißt, ich werde ihm gleich mit Feuersturm auch weiterhin doppelten Schaden machen. Erstmal hole ich mir noch zwei Energiekarten. Okay, ich habe nur eine. Das ist jetzt belastend. So, eine Energiekarte packen wir dann jetzt hier drauf. Wie gesagt, Schwäche, doppelter Schaden, 140. Das heißt, auch mit seiner Entwicklung kann es uns keinen Schaden machen. Und wir holen uns das Tafelwasserpack. So, jetzt sitzt Tropius ein. Okay. Schon deutlich stärker, allerdings, da es auch weiterhin 110 hat. Okay, so viel dazu. Er hat mir eine Karte weggenommen. Macht trotzdem 30 Schaden, ist also nicht schlecht. Allerdings kann ich ihn jetzt nicht direkt umbringen. So, die Karte, wobei, nee, ich glaube, die war, fand ich besser. Ja, genau. Plus noch eine Energiekarte. No. So, dann setzen wir den Rückwärtskick ein. Machen ihm 60 Damage. So, er kann jetzt noch nichts einsetzen, das ist sehr gut. Damit können wir hier eine Energiekarte einsetzen. Ja, was für weitere Energiekarten habe ich jetzt nicht. Ich könnte mir aber was für die Bank holen. Genau, Snowbillik hat als Entwicklung von Mauzi. Dann. Ach, die kann ich jetzt sogar schon entwickeln, sehr schön. Und dann setze ich Feuersturm ein. Schwäche, 140 Damage. Damit ist er weg.
Beweis bekommen wir ein Arcane. Bringt uns erstmal nichts, da das die erste Entwicklung ist von Fukano und wir Fukano nicht haben. Evoli packen jetzt hier auf die Bank, setzen dann hier die letzte Energiekarte, die uns einfach zur Verfügung steht, ein. Er setzt zum dritten Mal ein Mehikel ein. Einmal Feuersturm. So, jetzt bräuchte ich wieder eine Energiekarte, die packe ich also. Das ist jetzt suboptimal. Muss ich hoffen, dass ich in der nächsten Runde, wo ich dran bin, eins bekomme. Okay, das scheint tatsächlich schon jetzt das letzte Pokémon zu sein, das er hat. Maracamba. Ich werde mal eben Fukano auf die Bank packen. Arcane kann ich jetzt leider noch nicht drauf packen. Moment, er hat 90. Er ist auch ein Pflanzen-Pokémon, das heißt 60 Damage plus 20 Schaden. Wird zwar trotzdem nicht reichen. Es wird dann wohl eins fehlen. Aber es ist jetzt erstmal. Ach nee, gar nicht. Okay. Hat sich erledigt. Das heißt, die Partie geht an uns und wir ziehen in die dritte Runde der Platinliga ein. In der dritten Runde geht es dann weiter gegen Juji. Oder wie auch immer man das ausspricht. In Runde 3 der Platinliga.